Hallo, mein lieber Schütze. Mein Name ist Sio und ich freue mich, dass du zu mir gefunden hast. Hier kommt dein Zeichen vom Universum. Liebes Universum, bitte einmal die Wahrheit für meinen Schützen. Welche Informationen werden jetzt am meisten gebraucht? Allgemeine Informationen zu meinen Legungen findest du zu Beginn des Videos. Drücke hierfür einfach auf Pause und erhöhe die Bildqualität, sollte der Text bei dir unscharf sein. Und um ein gutes Gesamtbild zu erhalten, schau dir auch gerne die Legungen zu deinem Aszendenten oder deinem Mond an. Wann welche Legung erscheint, das findest du wie immer unten im Infotext. Mein lieber Schütze, dann stürzen wir uns ins Geschehen. Eine sehr, sehr schöne Legung haben wir hier für dich. Es geht hier vornehmlich um ein zwischenmenschliches Thema, das sehe ich hier auch. Und das, was sich hier zeigt, ist, ja, da geht es um eine Kränkung. Ich sehe hier auch eine Auseinandersetzung, die dürfte hier schon stattgefunden haben. Irgendetwas ist hier vorgefallen. Und die Person, die ich hier wahrnehme, die ist auch aus deinem engeren Umfeld. Ja, also wenn vorhanden, könnte das der eigene Partner, die eigene Partnerin sein. Vielleicht jemand aus dem Freundeskreis oder aus deiner Familie. Wenn du mehr auf Berufliches schaust, kann das hier eine Person sein, mit der du sehr, sehr eng zusammenarbeitest. Ja, du weißt, wir schauen in meinen Legungen immer auf das gesamte Umfeld. Den Bekanntenkreis schließe ich hier eher aus, ja, also das ist irgendetwas, ja, das hat dich getroffen. Also entweder wurde hier etwas gesagt oder getan und das beschäftigt dich hier natürlich auch sehr. Schauen wir mal weiter. Da haben wir eine sehr spannende Meldung. Es geht hier um eine Art Nachricht, eine Art Botschaft, die in der Vergangenheit liegt oder mit etwas Vergangenem zu tun hat. Da vermute ich, dass es hier darum geht, dass dir hier etwas einfallen wird, das sich in der Vergangenheit zugetragen hat. Ja, vielleicht eben auch ein zwischen den Zeilen lesen, was dir in der jetzigen Situation weiterhelfen wird. Das ist hier für mich persönlich mehr eine Ankündigung. Also für die meisten hat das hier eher noch nicht stattgefunden. Für eine kleinere Gruppe kann das durchaus sein, ja, dass sich hier irgendeine ungewöhnliche Nachricht gezeigt hat. Für die meisten ist das mehr eine Ankündigung, dass das hier in den nächsten wenigen Stunden bis wenigen Tagen stattfinden soll. Und ich sehe es hier wirklich wie eine Erinnerung, ja, etwas wird hier in Erinnerung gerufen. Oder du bist hier im Gespräch mit einer Person, denn das kann ja auch dafür stehen, dass man hier direkt miteinander spricht und man spricht hier über ein Thema, das in der Vergangenheit liegt, ja, vielleicht eben ein Ereignis, das in der Vergangenheit stattgefunden hat. Das kann hier mit dieser Konfliktangelegenheit zusammenhängen, kann aber auch komplett für sich stehen. Ja, also das sehe ich hier sehr, sehr gestreut. Und da kann es durchaus sein, dass hier plötzlich etwas klar wird. Vielleicht eben wird dir etwas erzählt, ja, eine Begebenheit aus der Vergangenheit, von der du auch weißt und du hörst es aus einer anderen Perspektive beispielsweise. Lass es auf dich zukommen, was auch immer das ist, ja, das ist etwas Augenöffnendes und auch etwas Lösendes, ja, also da kommt etwas in die Auflösung, du kannst dir dann etwas ziehen lassen, ja, vielleicht ist das ja auch ein Thema, ja, wo du dir selbst viele Fragen gestellt hast, wo einiges offen geblieben ist. Schauen wir noch in die Außenschau. Wir schauen ja auch immer einmal von außen auf deine Situation, um uns einen guten Gesamtüberblick zu verschaffen. Und hier sehe ich, dass Übel abgewendet werden soll. Ja, du bist hier beschützt und es geht hier um eine Veränderung. Ja, also das ist jetzt auch wieder ein ganz starkes Thema in den Legungen. Übergangsphasen, mitten in der Übergangsphase sein. Hier verändert sich etwas und es soll sich verbessern, sagt das Universum. Und du stehst hier unter einem besonderen Schutz. Das ist auch interessant, ja, dieser besondere Schutz in vermutlich, ja, doch herausfordernden Zeiten. Das ist auch ein Thema, das betrifft momentan
Ja, schon das ganze Kollektiv. Also das fällt mir auch sehr stark auf, ja, dass sich das hier jetzt öfter zeigt in den letzten Wochen und einfach auch in sehr, sehr vielen Legungen. Also hier verbessert sich etwas und das kann hier auch ein plötzlicher Umbruch sein. Es soll leichter werden. Schauen wir jetzt in die Blockaden, die sich hier zeigen. Was ist aktuell herausfordernd? Was ist blockiert? Beziehungsweise was blockiert hier dein Vorankommen? Da sehe ich eine Situation mit einer bestimmten Person auf der zentralen Ebene. Also ich sehe das hier tatsächlich mehr in Verbindung mit einer Person, als dass es eine unberechenbare Situation ist. Kann es durchaus sein. Aber ich sehe hier jemanden, der einmal Ja sagt und einmal Nein sagt, sehr leicht die Meinung ändert, vielleicht auch sehr unzuverlässig ist. Oder du fühlst dich hier hingehalten von dieser Person. Das kann auch sein. Bei manchen ist es einfach so, man weiß nie so recht, wen man vor sich hat, wenn man auf diese Person trifft, ja. Und das ist natürlich etwas, das sich hier als Blockade zeigt. Hast du hier auch etwas vor oder möchtest etwas umsetzen und hier ist eine weitere Person involviert? Aber dadurch, ja, dass sich diese Person hier nicht festlegen möchte, zeigt sich hier dann auch eine Blockade, ja. Also es ist einmal so und einmal so und dann steht das Ganze still. Es kann auch sein, ja, dass man hier gleichzeitig in zwei unterschiedliche Richtungen gehen möchte. Das ist durchaus auch möglich, dass es hier vielleicht auch um eine Entscheidung gehen könnte. Aber für die meisten sehe ich hier schon ganz, ganz klar, das ist ja ein zwischenmenschliches Thema. Und vermutlich ist das hier auch eine Art Kommunikationsblockade. Also ich denke, es wird hier wichtig sein, miteinander zu sprechen. Ja, und eine Entscheidung, die spüre ich hier schon auch ganz stark. Dann würde ich sagen, gehen wir auf die zwischenmenschliche Ebene. Wir schauen uns immer eine Blockade an, die ganz konkret mit anderen Personen oder eben einer bestimmten Person zu tun hat. Die anderen beiden Positionen lasse ich diesbezüglich ja immer offen. Und da sehe ich auch, du fühlst dich hier irgendwo nicht ernst genommen oder nicht respektiert. Also vielleicht hat sich hier eben auch jemand respektlos verhalten. Das dürfte hier eben auch das Thema sein, das sich hier zu Beginn der Legung gezeigt hat. Und ja, für manche geht es ja auch darum, man hat das Gefühl, es wird einem ein bestimmter Platz nicht zugestanden, der einem aber zusteht. Ja, also das schwingt hier schon auch mit. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass das hier in Verbindung steht mit dieser Blockade, wo ich gesagt habe, man weiß nicht so recht oder man weiß nicht so recht, woran man ist oder man wird hier hingehalten. Einmal ist es ja, dann ist es wieder nein. Ja, also das kann ich mir durchaus vorstellen, dass das hier vielleicht eine größere Blockade ist, auf die uns das Universum hier aufmerksam machen möchte. Gehen wir noch auf deine Ebene und da sehe ich das Thema mit der Gerechtigkeit. Da sehe ich auch schon ganz tolle Neuigkeiten für dich, mein lieber Schütze. Es geht um eine bestimmte Gerechtigkeit, oder ein Gleichgewicht, das hier wiederhergestellt werden soll. Wichtig ist hier auch bei diesem Thema, ja, und ich sage es jetzt einfach so, wie ich es hier im Bild sehe, wichtig ist hier den eigenen Anteil an dieser Sache zu erkennen. Achtung, mein lieber Schütze, es geht hier nicht um Schuld oder dergleichen oder wer ist hier mehr schuld an einer bestimmten Situation, sondern es geht um den eigenen Anteil, den ich hier erkenne, der wichtig ist zu erkennen und das ist hier aktuell noch blockiert. Da haben wir dann auch einen sehr spannenden Lösungsimpuls und worum es hier geht bei dieser Blockade ist, dass etwas abgesichert werden soll. Bei einigen geht es ja um die Finanzen, ja, um irgendein finanzielles Thema, wo man etwas erkennen soll. Ja, vielleicht geht es ja auch um eine bestimmte Verantwortung oder dergleichen. Für einige geht es ja auch um etwas, das für einen selbst sehr wertvoll ist. Vielleicht auch ein zwischenmenschliches Thema. Also ich sehe hier bei manchen auch, dass es um eine
um eine Partnerschaft geht, eine bestehende Partnerschaft, wo hier etwas geklärt werden soll, das dazu führt, dass diese Partnerschaft, vielleicht auch Freundschaft, ja, hier ja eine neue Stabilität annehmen kann. Und ich sehe das hier ganz eindeutig in Verbindung mit der Außenschau, mein lieber Schütze. Es ist wirklich sehr, sehr spannend. Schauen wir jetzt mal in die Lösungsimpulse vom Universum, was du hier tun kannst, um deine Situation zu verbessern. Wir gehen jetzt gleich mal auf die zentrale Ebene, ja? Also lass dich jetzt hier bitte nicht vom Bild täuschen. Das Universum sagt, es ist wichtig, dass du mit dieser Person sprichst und eben auch darüber sprichst, wie du dich fühlst, weil du fühlst dich hier irgendwo herabgesetzt. Manche fühlen sich hier auch komplett entwertet. Und ich bin mir nicht sicher, ob es dieser Person bewusst ist, ja, denn das kann durchaus sein, dass wir hier wieder das Thema haben, dass hier, ja, dass man es hier mit Menschen zu tun hat, die zuerst sprechen und dann vielleicht denken, ja, also dass hier jemand einfach sehr direkt war und sich keine Gedanken darüber gemacht hat, was die eigenen Worte bewirken. Ja, also das sehe ich hier schon bei einigen. Bei manchen geht es ja tatsächlich darum, dass hier ein Ungleichgewicht besteht, wo es aber wichtig ist, das Thema wirklich direkt anzusprechen. Ja, du fühlst dich hier irgendwo hingehalten, nicht ernst genommen. Und du fühlst dich hier auch aufgehalten. Das sehe ich hier. Und es ist wichtig, sagt das Universum, diese Person zu konfrontieren. Und eben auch zu sagen, wie man sich dabei fühlt, ja, und was das für Auswirkungen hat. Und hier nicht drum herum zu reden, das ist ja ganz entscheidend. Ob du es machst oder nicht, mein lieber Schütze, das ist wie immer deine Entscheidung. Aber es ist wichtig, das Ganze auf den Punkt zu bringen, denn da kann es auch einfach darum gehen, dass du einfach sagst, ja, entscheide dich jetzt bitte, ja, das hängt schon ewig in der Warteschleife, ich bin bereit, ich möchte das machen, wie sieht's aus? Denn wenn es hier um eine Zusammenarbeit geht, ja, dann kann es auch sein, dass hier vielleicht eine andere Person dann besser geeignet ist oder dass diese Person hier wachgerüttelt werden soll, ja, dass dieser Person nicht bewusst ist, wie viel Zeit hier auch vergeht. Und das muss nicht heißen, dass die Person, die sich hier zeigt, dass das hier ein bösartiger Mensch ist oder dergleichen. Hier geht es mehr um dieses Ungleichgewicht und wie es sich für dich anfühlt. Bei manchen, ja, also das schließe ich auch nicht aus, ja, aber ich beleuchte es gern von mehreren Blickwinkeln. Kann es natürlich sein, dass das eine Person ist, die hier nicht die allerbesten Absichten in deine Richtung hat. Aber davon gehen wir hier jetzt mal nicht aus. Wichtig ist, dass es ganz allgemein geklärt wird. Gehen wir auf deine Ebene. Das Universum sagt, ja, das Warten hat ein Ende. Es kommt eine Überraschung auf dich zu, eine positive Überraschung. Sehr, sehr schön. Das hat sich auch schon in der Löwelegung gezeigt. Also da freue ich mich immer, wenn diese Karte fällt und hoffe dann natürlich immer, dass das hier deine Legung ist, weil das ist definitiv etwas sehr, sehr Schönes. Also das Universum sagt, rechne mit positiven Entwicklungen, die du nicht kommen siehst, rechne mit positiven Überraschungen. Und das sage ich auch ganz bewusst in der Mehrzahl, denn da könnte so einiges auf dich zukommen. Und ich sehe hier verschiedene positive Entwicklungen. Wichtig ist aber trotzdem die Auseinandersetzung mit dem eigenen Anteil an dieser Situation. Ja, und da geht es um eine gewisse Stabilität oder eine Absicherung, etwas soll abgesichert werden. Und dass das noch nicht geschehen ist, ja, da zeigt sich einfach im Bild, dass du hier auch deinen Anteil daran hast. Und nochmal, das hat nichts mit Schuld zu tun oder dergleichen, sondern wichtig ist zu erkennen, was trage ich dazu bei, dass es so ist. Denn dann kann man hier auch etwas verändern, ja, und das ist hier der entscheidende Punkt. Deswegen zeigt uns das das Universum hier auch so klar, ja. Und das, was ich hier auch sehe, ist bei dieser Absicherung, da geht es auch um ein Wachstum, ja. Also da habe ich einfach auch ganz stark das Gefühl, dass das hier ein finanzielles Thema betrifft bei den meisten. Gehen wir noch auf die zwischenmenschliche Ebene. Das Universum sagt, es ist wichtig, dass du deine Möglichkeiten erkennst,
Dieses Thema bekommt viel zu viel Aufmerksamkeit. Das sehe ich ja auch. Aber ich meine, es ist natürlich verständlich, ja, wenn im zwischenmenschlichen Bereich etwas los ist, natürlich beschäftigt uns das dann. Aber jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo dieses Thema weniger Aufmerksamkeit bekommen soll, ja, weil dir das hier den Blick und die Sicht auf anderes irgendwo verwehrt, ja, weil das hier so stark im Vordergrund ist. Erkenne deine Möglichkeiten. Ich sehe hier auch einen Anfang liegen, also ich sehe hier eine Entwicklung, ja, die uns das Universum hier in den Lösungsimpulsen zeigt. Also hier von dieser gedrückten Stimmung hin zu einem kraftvollen Neubeginn, und auch hier sehe ich ein Wachstum. Und die Lösung ist, dass man sich mit den Möglichkeiten auseinandersetzt. Ja, also wie ich vorhin schon gesagt hatte, vielleicht geht's hier um eine Zusammenarbeit oder dergleichen, wo du hier vielleicht merkst, okay, diese Person ist nicht geeignet, ja, oder diese Person braucht hier vielleicht einfach, ja, klare Worte. Es kann hier eben auch darum gehen, dass du hier erkennst, ja, jemand anderes ist besser geeignet, ja, dann sind das hier vielleicht die Möglichkeiten, oder gibt es hier, ja, oder kann man hier vielleicht andere Erledigungen vorziehen, wenn diese Person hier vielleicht auch noch Bedenkzeit braucht, ja, vielleicht ist das hier auch eine größere Entscheidung, wo es dann auch nachvollziehbar ist, dass man das nicht Hals über Kopf trifft. Ich sehe hier aber trotzdem, dass das schon eine gewisse Zeit anhält, ja. Was ich aber ganz schön finde, ist eben das Thema mit dem, das Warten hat hier ein Ende, ja, mit diesen positiven Entwicklungen, und das sehe ich hier eben auch in Verbindung mit der zwischenmenschlichen Ebene. Und das Universum sagt ja auch, zoom ein bisschen heraus, ja, also trete hier ein bisschen zurück und schaue von außen auf deine Situation, ja, aber von weiter weg. So weit, ja, also du kannst dich hier, auch hineinversetzen, ja, dass du dir vorstellst, dass du hier dieses Thema siehst mit dieser Person, und dass du hier herausgehst und so weit hinausgehst, dass dieses Thema plötzlich kleiner ist und du hier andere Themen wieder wahrnimmst. Also das ist jetzt nur ein Ansatz, ja, der hier von mir kommt, wie du das machen könntest. Wichtig sind deine Möglichkeiten, und du hast hier verschiedene Möglichkeiten, und das bringt dich hier zu einem Anfang, wo sich auch ein Wachstum zeigt, ja, also wo hier etwas beginnt. Und das kann mit dieser Person geschehen oder vielleicht eben auch mit einer weiteren Person oder weiteren Personen. Wir schauen jetzt noch in die Tendenz, also was hier höchstwahrscheinlich als nächstes auf dich zukommen könnte. Auf deiner Ebene sehe ich, man nähert sich hier an, ja, man findet zueinander, und ich sehe hier auch, man begegnet sich hier auf Augenhöhe. Also bei manchen könnte das hier vielleicht wirklich eine Krise sein in einer bestehenden Partnerschaft oder Freundschaft, vielleicht eben auch eine Zusammenarbeit oder dergleichen. Ich sehe hier, man kommt sich wieder näher, man wird sich einig, ja, also man findet zueinander. Das hat hier auch mit diesen überraschenden Momenten zu tun. Ja, da ist eigentlich nicht viel mehr dazu zu sagen. Ja, also das ist hier definitiv eine sehr, sehr schöne Entwicklung. Und wenn wir jetzt hier weitergehen, ja, da geht es eben auch darum, das Thema wirklich direkt anzusprechen, wie du dich fühlst. Was macht das mit dir? Ja, eben dieses Verhalten seitens dieser Person, das wirklich einfach auszusprechen, dieser Person zu sagen, ja, dass das nicht in Ordnung ist für dich. Und da sehe ich hier in der Tendenz, ja, das siehst du auch, eine positive Entwicklung. Also für alle, die hier das Gefühl haben, das wird sich nicht gut entwickeln, laut Tendenz, ja, sieht das hier ganz danach aus, dass man sich hier eben einig wird, wie eben auch hier auf dieser Position, ja, und dass sich das Ganze sogar besser entwickelt als erwartet. Ich vermute, diese Person weiß es irgendwo nicht, oder es ist dieser Person nicht wirklich bewusst. Vielleicht geht es ja eben auch darum, ja, dass du
ja, dass diese Person hier vielleicht auch merkt, okay, das kann man mit dir einfach nicht machen. Das kann ja auch ein sehr dominanter Charakter sein, ja, jemand, der da ganz gut durchgekommen ist bis jetzt im eigenen Leben. Aber jetzt kommt einfach der Zeitpunkt, wo hier Stopp gesagt wird, ja, also das Thema Grenzen setzen. Und da sehe ich, sehe das hier einfach ganz klar in der Tendenz, da ist eine günstige Entwicklung für dich zu erwarten, ja. Für alle, die sich jetzt fragen, ja, was ist aber, wenn es hier vielleicht auch darum geht, dass diese Zusammenarbeit vielleicht endet oder vielleicht eben eine Verbindung endet, dann hat das hier trotzdem eine positive Auswirkung auf dein Leben, ja. Also egal, was hier passiert, ja, also laut Tendenz, laut höchster Wahrscheinlichkeit, es entwickelt sich zu deinen Gunsten beziehungsweise eben vielleicht auch zu euren Gunsten. Gehen wir jetzt noch auf die zwischenmenschliche Ebene und da sehe ich, dass sich etwas verändert zum Positiven, ja, eben auch das, was sich hier schon in der Außenschau gezeigt hat. Ein Ziel wird erreicht, sagt das Universum. Man hat hier auch einen anderen Blick auf die Dinge und ich sehe hier auch, dass sich vom Energiefluss her etwas verändert, ja, also dir wird hier wieder Energie gegeben, ja, also hier kommt etwas, hier löst sich eine Blockade, die sich im Umfeld zeigt, ja, und was wir hier einfach sehen ist, deine Batterien werden hier wieder aufgeladen und wichtig ist aber, dass du dich mit dem Thema auseinandersetzt, was sind deine Möglichkeiten und das ist hier wirklich auch eine sehr, sehr schöne Entwicklung, ja, und ich sehe hier einfach auch eine große Befreiung, eine große Erleichterung, die sich hier zeigt, ja, und da sehe ich dann auch, dass man dieses Thema hier wirklich loslassen kann. Eine wirklich spannende Legung, mein lieber Schütze. Wir kommen jetzt aber zum Abschlussritual und wenn du mit dieser Legung in Resonanz gegangen bist, dann freue ich mich wie immer sehr über dein Like oder einen Kommentar. Denk auch daran, meinen Kanal zu abonnieren, wenn du das noch nicht gemacht hast und aktiviere auch sehr gerne die Glocke, wenn du über neue Legungen informiert werden möchtest. Ich meinerseits wünsche dir von Herzen nur das Allerbeste. Ich glaube an dich, glaub an dich, möge sich der Knoten lösen. Vielen Dank für dein Vertrauen.